Na, dann wollen wir mal die ganze Weihnachtsdeko wieder in die Kisten packen. Na endlich, Weihnachten ist ja schon lange vorbei. Bald kommt der Frühling, ist das nicht herrlich? Auf den Frühling freue ich mich auch schon, aber es dauert ja noch eine Weile und etwas Schnee wollen wir auch noch haben, bevor der Frühling kommt. Und weg damit! Hey Bello, willst du uns helfen? Das steht dir aber gut. Tschüss, schöner Tannenbaum, es war sehr schön mit dir. Der Baum war dieses Jahr echt schön. Es wird aber auch Zeit, er nadelt schon ganz schön und ständig fallen die pieksigen Nadeln in mein Hundebett. Na, wie weit seid ihr mit dem Abschmücken? Wir sind fertig, nur noch die Lichterkette fehlt, aber nach oben kommen wir nicht dran. Okay, das mache ich. Ich schaff's auch nicht. Ich brauche eine Leiter, aber die ist im Schuppen. Auch jetzt extra in den Schuppen laufen, da habe ich wirklich keine Lust zu. Also, der Couchtisch muss reichen. Komm her, du Lichterkette, komm runter da, los, mach schon, nun geh schon ab. Nanu, das geht doch schief, das riecht meine Hundenase. So, falls er fällt, fällt er weich. Gleich habe ich sie. Komm schon, du Lichterkette, komm. Oh, das wackelt aber. Oh nein, Papa, ist alles gut bei dir? Ja, ich bin ziemlich weich gefallen. Geht's euch denn gut? Ja, Papa, uns geht's gut. Mensch, Bello, was macht denn dein Hundebett hier? Hast du das etwa für mich dahin geschoben? Was ist denn passiert? Ich habe ein Krachen gehört. Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Mach du mal deine Sachen weiter. Wir kommen schon klar. Na gut. Danke, Bello. Das war sehr clever von dir. Einer muss ja mitdenken. Ich bringe jetzt den Baum weg und ihr könnt ja den Dreck wegsaugen. So ein Tannenbaum verliert ja ganz schön viele Nadeln. Oh Mann, hier sind nicht nur ganz viele Nadeln, hier sind auch ganz viel Konfetti von Silvester. Das haben wir ruckzuck eingesaugt. Darf ich das machen? Na klar. Und raus mit dir. Nanu, was wird denn da gebaut? Alles klar, wir können loslegen. Hey, wo bleibst du denn? Machst du schon wieder Pause? Und wenn ja, lass mir gefälligst was von dem Mettbrötchen über. Bin ja schon da. Wir müssen hier arbeiten, nicht essen. Ist ja schon gut. Das muss ich gleich Victoria erzählen. Victoria, Victoria! Was ist denn? Weißt du, was bei uns in der Straße gebaut wird? Ja, in der Zeitung stand was darüber. Irgendwas mit Kanalarbeiten oder so. Echt? Sowas kann dauern und laut sein. Das ist wirklich blöd. Ist das laut? So kann man überhaupt nicht lesen. Gar nicht wegen dem Lärm verstehen. Ich weiß, Greta, aber ich kann es leider nicht ändern. Ich kann auch nicht in Ruhe meine Zeitung lesen. Na toll, und wie lange dauert das? Keine Ahnung, die haben erst heute angefangen. Bello, komm, wir gehen eine Runde raus. Greta, willst du mitkommen? Was hast du gesagt? Willst du mit rauskommen? Ja, ich verstehe meine Serie sowieso nicht. Oh, sind die irgendwann mal fertig? Das ist ja nicht auszuhalten. Am nächsten Morgen. Ach, das liebe ich ja, morgens lange am Frühstückstisch sitzen zu können und sich nicht hetzen zu müssen. Und dann diese Ruhe. Herrlich! Na, das hättest du lieber nicht laut sagen sollen. Na toll, ich dachte, sie wären mit dem Lärm gestern fertig geworden. Sieht nicht so aus. Wieso isst Greta morgens nur dieses süße Zeug? Ich hätte lieber eine leckere Wurst. Ein paar Stunden später. Wohin gehst du, Greta? Zu Laura, ich habe mich mit ihr verabredet, weil es hier die ganze Zeit so laut ist. Was? Du gehst weg? Ja, zu Laura. Hast du es gut. Hihi. Tschüss, Papa. Bis später. Ja, tschüss. Viel Spaß. Hörst du das? Was? Die Ruhe. Hörst du die Ruhe? Stimmt. Die haben aufgehört. Das muss ich ausnutzen. Ich lege mich kurz hin. Okay? Okay, mach das. Dann kann ich endlich mein Buch weiterlesen. Herrlich, diese Ruhe. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe doch gerade meine Augen geschlossen, als ob die das ahnen und mich beobachten. Ich habe doch Urlaub. Ich will meine Ruhe. Das ist ja nicht zum Aushalten hier. Nicht nur der Baulärm. Jetzt schreit auch noch mein Herrchen. Hey, Bello, wo gehst du denn hin? Gehst du etwa in den Keller? Na klar, da ist es bestimmt etwas ruhiger. Ich wünschte auch, ich könnte im Keller schlafen, aber mir ist es zu unbequem. Herrlich, so schön ruhig hier unten. Ich frage jetzt mal nach, wie lange dieser Lärm noch dauern wird. Hallo,
Sie versperren mir den Fußweg. Ich muss da lang. Hier ist eine Baustelle. Hier dürfen Sie nicht lang. Sie müssen einen anderen Weg benutzen. Aber das ist ein Umweg für mich. Tja, so ist das eben. Das ist eine Unverschämtheit. Ich wollte nur schnell Milch holen und jetzt komme ich hier nicht durch. Es tut mir leid. Es geht nicht anders. Ich werde mich bei der Stadt beschweren. Tun Sie sich keinen Zwang an. Können Sie denn nicht eine Ausnahme machen? Nein, wir haben Vorschriften und an die müssen wir uns alle halten, auch die älteren Herrschaften. Nun seien Sie nicht so frech, junger Mann. Wer ist denn hier gerade frech? Na, sagen Sie mal. Ach, sieh mal an, meine Lieblingsnachbarin. Sie werden von mir hören, das verspreche ich Ihnen. Na, Frau Nachbarin, ist die Baustelle nicht herrlich? Sie schon wieder. Lassen Sie mich gefälligst in Ruhe. Ich bin heute nicht zum Plauschen aufgelegt. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ja, ja, wünsche ich Ihnen auch. Entschuldigung. Ja, was ist denn? Möchte der Nächste hier durch und mit mir diskutieren? Nein, nein, ich wollte nur kurz wissen, wie lange Sie für diese Baustelle brauchen werden. Wir müssten in 3 Tagen fertig sein. Ah, okay, vielen Dank. Immer diese Raser. Hey, sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Wollen Sie uns umbringen? Das schöne Auto. Was ist denn das für ein Vogel? Und was will der hier? Ob die das Haus kaufen wollen? Bitte nicht, das wäre ja furchtbar. Aber denen wird das Haus bestimmt nicht gut genug sein. Sorry Jungs, ich musste die Bremsen mal testen. Na, das ist ja mächtig schiefgegangen. Ach was, der kleine Kratzer an der Stoßstange. Das Auto ist geleast. Das ist kein Problem. Und? Der Spuk ist bald vorbei. Der Bauarbeiter hat gesagt, dass sie in 3 Tagen fertig sein werden. Ach, na endlich. Und was sagen Sie zu dem Haus? Ich weiß, es ist schon in die Jahre gekommen und müsste renoviert werden. Aber es hat viel Potenzial, finden Sie nicht? Das Grundstück ist perfekt, aber dieses Haus geht gar nicht. Es ist alt, verstaubt und eklig. Naja, so würde ich es nicht beschreiben. Wie gesagt, man müsste es renovieren. Nein, das kommt mir nicht in die Tüte. Dieses alte Ding renovieren wir nicht. Ach, papalapap. Wir reißen es einfach ab. Ach, und bauen uns ein neues, schickes Haus. Oh, ich weiß auch schon genau, wie es aussehen wird. Hey Peppi, guck dir mal den coolen Porsche an, der sieht ja mega aus. Hallo Heinrich. Hallo Greta. Was machen die Leute eigentlich da beim Haus? Keine Ahnung, vielleicht das Haus kaufen? Ja, abreißen kann man das Haus natürlich auch. Theoretisch geht das. Praktisch auch. Wir machen das. Die wollen das Haus abreißen? Cool, das gibt eine mega Baustelle direkt bei uns in der Straße. Papa. Hey Greta. Das Haus bei uns gegenüber soll abgerissen werden. Was? Wie kommst du denn darauf? Das haben Heinrich und ich gerade draußen gehört. Ach, da habt ihr beiden bestimmt etwas falsch verstanden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das Haus ist ja keine Ruine, dass man es einfach abreißen lässt. Doch, Papa. Ich weiß nicht, Greta, aber ist auch jetzt egal, oder? Wir wollen gleich Abendessen. Ein paar Tage später. Endlich, sie sind fertig. Sie packen alles ein. Schön, dann können wir da ja wieder durchfahren und der Lärm ist endlich vorbei. Am nächsten Morgen. Alles klar, wir können anfangen. Sehr gut, dann los. Okidoki. Und nochmal. Sehr gut, jetzt mehr in die Ecken zielen. Anschauen. Was ist denn das für ein unerträglicher Lärm? Ich habe keine Ahnung. Aber ich, das Haus wird abgerissen. Was? Ja, ich muss mir das aus der Nähe anschauen. Und was wird dann dort gebaut? Na, ein neues Haus für den schicken Mann und die schicke Frau. Sag nichts für den Typen mit dem Porsche, der gegen die Absperrung gefahren ist. Kann sein. Na, das kann ja heiter werden. Wie cool. Später werde ich Bauarbeiter und werde Häuser abreißen. Das glaube ich dir, ist auch ein cooler Job. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und vergesst uns nicht kostenlos zu abonnieren, damit ihr seht, wie es weitergeht. Also, tschüss!